Hallo und herzlich willkommen zu einem riesigen Flugzeugträger, auf dem wir gerade stehen, in Fallout 3. Und lasst mich mal kurz Fraps die Anzeige ausschalten. So, wir gehen rein in River City. Sachen müssen wir nicht kaufen, aber wir müssen mit Dr. Lee reden. Wir werden mal kurz die Sachen einstecken. Hallo. Wenn wir hier nicht mit gestreckter Waffe einfach so hier rumlatschen. Und ich werde mal hier mit den anderen Leuten nicht reden. Wir werden mal hier alles ein bisschen umstoßen. Fällt mir eh nichts, was sie haben. Ach, jetzt glaube ich unten gehen können. Und jetzt müssen wir Richtung Labor und River City. Ich mag diese Stadt ernsthaft nicht. Weil, hier sind zwar überall Schilder, aber Sisters Hotel Tür. Verdammt, hier kommt jemand vorbei. Willkommen im Rivet City Supply. Ich habe ja. Ich bin gleich bei Ihnen. Hallo. Überall verschlossene Türen, wo ich gerne reingehen möchte. Hallo, Leute. Hallo. Ja, hallo. Ich würde gerne zum Treppenhaus. Da. Und das Treppenhaus sagt mir nämlich Labor nach unten. Es sagt mir nach Labor nach links. Naja, das sieht nicht nach Labor aus. Marktplatz. Labor nach oben. Nach links. Okay, naja. Ach hier, Labor. Gut, dann gucken wir mal hier durch. Wenn wir, glaube ich, schon daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Wer hat das gerade gesagt? Hallo. Du? Sicherheitsbeauftragter River City. Diese Stadt hat für mich zu viele Sicherheitsbeauftragte. Wissenschaftslabor. Da lang. Ich suche nach Störenfried. Da lang. Sind hier irgendwo welche gewesen? Nein. Forschungslabor. Dr. Lee. Wo sind Sie? Da ist er doch, oder? Wollten Sie noch etwas anderes? Ja. Wenn Sie etwas Bestimmtes brauchen, machen Sie schnell. Andernfalls entschuldigen Sie mich. Ich habe Arbeit zu erledigen. Ich versuche meinen Vater zu finden. Haben Sie ihn gesehen? Können Sie mir was über meine Eltern erzählen? Ich würde gerne über Sie erfahren. Erzählen Sie mir über das Projekt, an dem Sie und Ihr Vater gearbeitet hat. Was ist das für ein Labor? Wow, viele Fragen. Ich mache das Erste. Heißt das, dass Sie sich noch nicht mit ihm getroffen haben? Ich hatte angenommen, dass er Sie hergeschickt hat. Sollten Sie nicht sowieso in einer Vault sein? James sagte, dass er sie dort zurückgelassen hatte. Hier geht's nicht um mich, sondern um meinen Vater. Also wo ist er? Ich verließ die Vault, um ihn zu suchen. Verdammte Vault. Ich lasse mich da nicht einfärschen. Ich verstehe. Sie haben sich also entschlossen, einen der sichersten Orte des Ödlands zu verlassen, obwohl es besser gewesen wäre, zu bleiben. Kommt mir bekannt vor. Tja, ich fürchte, Ihr Vater ist nicht mehr hier. Tut mir leid, wissen Sie, wohin er gegangen ist? Dann verschwenden Sie sich meine Zeit und sagen Sie mir, wo er ist. Nein, wir sind doch ganz höflich zu ihr. Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten. Ich habe ihm gesagt, dass zu viel Zeit verstrichen ist und es nicht funktionieren wird. Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört. Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert und ist zum alten Labor aufgebrochen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Wo ist das alte Labor? Es ist im alten Jefferson Memorial Gebäude, nordwestlich von hier. Bitte, folgen Sie ihm nicht. Es war dumm von ihm, sich überhaupt alleine auf den Weg dorthin zu machen. Können Sie mir nochmal was sagen, wo mein Vater jetzt ist? Können Sie mir über meine Eltern was erzählen? Sicher kann ich Ihnen von Ihren Eltern erzählen. Ich habe lange mit Ihnen zusammengearbeitet, bis Ihre Mutter starb und Ihr Vater uns verließ. Was möchten Sie noch wissen? Wie war denn mein Vater damals? James? Er war sehr engagiert, wollte die Welt verändern. Naja, das wollten wir damals wohl alle. Er konzentrierte sich nur auf zwei Dinge. Auf den Erfolg des Projekts Purity und auf ihre Mutter. Als ihre Mutter starb, gab er auf, denke ich. Ich weiß, dass er auch sein Kind beschützen wollte. Aber irgendwie war es auch eine Flucht. Trotzdem hat er es anscheinend nie ganz verdaut. Ich bin ziemlich schockiert, dass er es nach all der Zeit nochmal versuchen will. Ich habe meine Mutter noch nie kennengelernt. Was können Sie mir über sie erzählen? Naja, ihre Mutter war eine gute Frau. Eine engagierte Wissenschaftlerin.
Ihr Vater hat sie sehr geliebt. Ihr Tod hat alle schwer getroffen. Sie hatte sich so auf ihre Geburt gefreut. Warum ist meine Mutter gestorben? Was ist passiert? Es gab Komplikationen bei der Geburt. Niemand hatte es erwartet. Wir waren nicht optimal darauf vorbereitet. Sie müssen verstehen. Wir hatten nur alte, heruntergekommene Geräte. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Ich verstehe. Ich bin sicher, es wurde nichts Unversuchtes gelassen. Sie waren nicht vorbereitet. Meine Mutter ist tot. Was auch immer. Ich habe sie sowieso nicht gekannt. Ja. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich fürchte nur, auch ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Gut, haben wir die Mutter auch. Reden wir über etwas anderes. Okay. Können Sie mir, was die Eltern erzählen? Das haben wir doch gerade gemacht. Könnten Sie mir eventuell helfen? Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe nicht die notwendigen Mittel, um James' idiotische Absichten oder Ihre Suche nach ihm zu unterstützen. Tut mir leid. Sprache 13, kommen Sie schon. Sie müssen doch wenigstens etwas tun, um mir zu helfen. Tun können. Wahrscheinlich gibt es uns jetzt Snippets. Ich hoffe, Sie verstehen. Ich habe schon genug Sorgen. Aber leider haben wir Sprache zu wenig. Vater, hatten wir schon Eltern? Was genau soll ich erzählen? Das hatten wir doch alle schon, genau. Okay. So, ich würde gerne mehr über Sie erfahren. Nee, erzählen Sie mir über das Projekt, an dem Sie und Ihr Vater gearbeitet haben. An dem Sie und mein Vater gearbeitet haben. Wir nannten es Projekt Purity. Was genau möchten Sie wissen? Was sollte das denn bezwecken? Wir hatten wirklich ein ganz einfaches Ziel. Frisches, sauberes Wasser für alle. So eine simple Idee. Und doch unmöglich zu realisieren. Unser Plan war der Bau einer Anlage, die das ganze Wasser im Tidebecken auf einmal reinigen kann. Keine Strahlung, kein Schlamm. Nur sauberes Wasser. Es stellte sich nur als schwieriger heraus, als wir gedacht hatten. Warum hat es nicht funktioniert? Das Prinzip funktionierte schon. Wir verstanden den Großteil der zugrunde liegenden Technik. Leider ist in der Gegend wirklich alles verstrahlt. Mit kleineren Tests hatten wir bereits Erfolg. Aber sobald wir die Tests in größerem Umfang durchführten, funktionierte es nicht mehr. Vielleicht, wenn wir mehr Zeit oder eine bessere Ausrüstung gehabt hätten. Warum haben Sie Ihre Arbeit abgebrochen? Was ist passiert? Sie wurden geboren. Aber es ging nicht nur um Sie. Wir hatten sowieso schon zu viele Probleme. Und Ihre Geburt brachte das fast dann zum Überlaufen. Ihr Vater entschied, dass sie wichtiger als unsere Arbeit waren und ging. Er hat uns alle verlassen. Als er weg war, entschied die Bruderschaft, dass wir ihre Zeit nicht mehr wert waren. Ohne ihren Schutz mussten wir den Aufbereiter aufgeben. Okay, reden wir über was anderes. Ich würde gerne mehr über Sie erfahren. Was ist das für ein Labor? Was machen Sie hier? Das ist das Forschungslabor von Rivet City. Es hat viele Jahre gedauert, um es einzurichten, aber wir haben es geschafft. Unsere Forschung im Bereich der tragbaren Fusionsenergie und der Hydroponik schreitet ganz gut voran, wenn auch nicht ganz nach Zeitplan. Okay, ich will nochmal über Sie. Was? Naja, was soll ich Ihnen da erzählen? Ihr Vater und ich, wir arbeiteten lange Zeit zusammen. Ich glaube, wir standen kurz vor unserem Ziel. Aber dann gab es Komplikationen. Das Projekt wurde aufgegeben und Ihr Vater verschwand. Ich bin hierher nach Rivet City zurückgekehrt und habe das Labor eingerichtet, das Sie hier sehen. Komplikation. Also meine Geburt ist Komplikation. Na gut, ich muss gehen. Viel Glück bei der Suche nach Ihrem Vater. Ja? Was zum... Wer bist du? Gaza. Bitte entschuldigen Sie mich, es gibt viel zu tun. Was machen Sie hier? Ich helfe Dr. Lee, wenn Geräte verstellt werden müssen. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich helfe nur mit den schweren Sachen. Wer sind Sie? Hey, Sie, Zimmer. Sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus. Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Solche Leute, die sowas sagen, die haben meistens was Übles drauf. Kommt drauf an, worum geht's eigentlich? Haben Sie ein Problem mit meinem Aussehen? Ich höre. Ja, worum geht's eigentlich? Direkt zum Kern der Sache. So gefällt's mir. Nun, wie es sich herausstellt, ist mir höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Entwendetes Eigentum? Welches Eigentum?
Kommen Sie zur Sache, Zimmer. Worum geht's? Sie werden nach einem Androiden suchen. Wissen Sie, was ein Androide ist? Nein? Dachte ich mir schon. Die Roboter, die Sie kennen, sind ja nur billige Blecheimer. Aber nicht alle Roboter müssen zwangsläufig so sein. Zumindest nicht im Commonwealth. Damit meine ich künstliche Menschen, die nach unserer Programmierung denken, fühlen und agieren. Nur manchmal sind sie verwirrt und laufen davon. Hört sich nach Sklaverei an. Sicher, dass es nicht absichtlich davor ging. Interessant, aber was genau hat das mit mir zu tun? Genug von dem technischen Geschwafelzimmer. Sagen Sie mir, was ich machen soll. Sie helfen mir, diesen Androiden zu finden. Oder etwa nicht? Bis hierher konnte ich seine Spur verfolgen. Er ist da draußen, irgendwo im Ödland der Hauptstadt. Er muss irgendetwas Drastisches getan haben. So etwas wie Gesichts-OP und eine Speicherlöschung. Sonst hätte ich ihn mittlerweile schon gefunden. Das wird nicht einfach. Vielleicht merkt er nicht mal, dass er ein Androide ist. Reden Sie nicht mit ihm, sondern holen Sie mich. Ich mach das schon. Okay. Dafür werde ich aber entlohnt, ja? Weiß ja nicht, wie es im Norden ist, aber hier werden wir fürs Arbeiten bezahlt. Sagen Sie, Zimmer, ist Ihre Briefflasche genauso groß wie Ihr Mundwerk? Tut mir leid, ich habe Besseres zu tun. Na gut, hier wird Arbeit bezahlt. Tut mir leid, das hatte ich vergessen. Ich habe die fortschrittlichste Technologie des Commonwealths zu bieten. Ich möchte etwas davon mit Ihnen teilen. Denken Sie nur daran, wie neidisch all Ihre Freunde sein werden. Okay, ich versuche den Androiden zu finden. Fabelhaft! Finden Sie meinen Androiden und ich werde Sie nicht enttäuschen. Hier, hören Sie sich diese Nachricht an, die er mir geschickt hat. Er macht sich lustig über mich. Dafür wird er bezahlen. Okay, das ist ein Android, wissen wir ja. Also gibt es Vorschläge oder suchte Androiden? Erzählen Sie mir über den Commonwealth. Das Commonwealth selbst ist nur ein vom Krieg zerfressener Sumpf aus Verzweiflung und Gewalt. Hinter den verschlossenen Türen des Instituts jedoch. Aber das Institut geht Sie nichts an. Ihr unterentwickelter Verstand ist nicht ansatzweise in der Lage zu begreifen, was wir erreicht haben. Sind Sie von der Enklave? Muss ich mal fragen. Ich muss jetzt gehen. Ganz... Commonwealth waren die, ja, Gründer der USSR, also damals hat sich ja die Vereinigten Staaten, Zimmerschlüssel, Vereinigten Staaten wieder gesplittet und zusammengefügt und wurde eben von dem Commonwealth wieder vereint und... Ja, diejenigen, das ist passierte alles vor dem Krieg, was war das? Irgendwie Ende des 20. Jahrhunderts, also in der Welt. Und naja, später bildete sich daraus auch die Enklave. Gut, wo wollen wir hin? Wollen wir zu dem Vater? Ich weiß nicht, habe ich darauf Lust? Tür zum Mittelweg. Ich habe eigentlich Bock rauszugehen hier. Wohin geht's das hier? Kennt der die Tüs? Ja. Boom. Nehmen Sie bitte Platz. Das wird sich gleich jemand. So, Marktplatz. Und. Nein, noch eins höher. Oh ne, hier geht's schon. Wotze. Wo bin ich jetzt? Ah, gut. Wir sind draußen. Sehr schön. Gut, dann war's das für heute. Wir haben eine Menge erfahren über unseren Vater. Ich will mal kurz auf die Karte gucken. Wir haben hier oben Minefield. Canterbury Commons. Oasis. Canterbury. Was war denn da gewesen? Ach, wir haben auch noch das Problem mit den Ameisen. Fiel mir da gerade ein. Ich glaube, ein Arifu war das gewesen. Bin mir nicht ganz sicher. Wie können wir das Problem der Ameisen entgegen? Wo der kleine Junge das Problem, dennoch was hat? Wenn wir ein bisschen Ameisen killen. Die geben so wenig Erfahrungspunkte. Ach, wir werden schon was machen.
Oasis wird auch noch interessant werden. Aber bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.